Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Und es ist jetzt ungefähr 48 Stunden her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und warum ist hier? Ach, das ist alles durch. Hier ist ein bisschen was drin. Warum ist hier so wenig drin? Ich habe nämlich in der Zeit locker 3-4 Mal das auslernen müssen, weil es komplett voll war. Ich habe hier dann so die Erze rein. Ich weiß nicht, ob hier noch was rauskommt. Ne, müsste alles raus sein. Und wir haben jetzt hier 1, 2, 2,5 Stacks Iron. Ich habe ein bisschen Kopfbein geschmolzen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der Folge gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gefarmt. Ich habe auch hier Bäume gefarmt und hier rein. Und wir haben jetzt 30 Dirt. Nice. Und die Place nehmen wir jetzt hier mal. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, es reicht halt nicht mal komplett. Also wir bräuchten jetzt zwar nicht überall Erde unter den Rails und so weiter, theoretisch nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist einfach schöner. So, wir können eigentlich hier gleich nochmal die Leaves wegschreddern. So. Einmal Leaves wegschreddern. In der Hoffnung, dass wir dann noch ein bisschen Erde kriegen. Ja, wir können eigentlich die Saplings da auch reinpacken. Ist egal, wir haben genug, oder? Haben wir genug? Wir haben genug. So, dann habt ihr mir viele, viele tolle Dinge geschrieben. Zum Beispiel, dass man... Oh, da ist keine Lava mehr. Ach ja, ich habe hier die Lava angeschlossen. Ja, reicht das? Nee, ich glaube, wir lassen die einfach hier komplett das Ding voll machen. Und ich habe auch einen Fehler in meiner Konstruktion gleich gefunden, falls es einer auch bauen möchte. Es ist keine kluge Idee, das so zu machen, denn, obwohl man denkt, hier ist Wasser drüber, es kann trotzdem reinregnen und dann funktioniert die Anlage nicht mehr. Genau, und das Kart ist fertig geworden. Das sieht, okay, ich kann es hier nicht placen, so aus. Und dafür brauchen wir jetzt Gleise. Und ich hoffe sehr, dass die normalen Gleise reichen, also die Holzgleise. Rail. Hier, Wooden Track. Dafür brauchen wir, ach nee, dafür brauchen wir auch einen Carpenter, dein Ernst? Steve's Cards. Ach, das ist hier mit. Ja. Advanced Detector Rail. Okay, aber. Ja, nee, die Rail. Aber die bräuchten wir nicht. Dafür braucht man nämlich normalen Track. Wir bräuchten Activator Rail. Torch Placer, nice. Nur ich weiß nicht. Ob wir für die Activator Rail, hä? Oder war das die Advanced Detector Rail? Es kann natürlich sein, dass es die war. Dann wäre das auf jeden Fall nicht so teuer. External Distributor. Card Assembler, Module Toggler, Detector Manager. Ist hier wirklich alles? Wir brauchen den. Ach, da ist er. Cargo Manager. Stimmt, da war ja was. Igitt. Okay. Gut. Track. Also ein normaler Track braucht auf jeden Fall auch den Mist hier. Das heißt, da kommen wir eh nicht drum rum. Und dafür bräuchten wir eine Rolling Machine. Und dafür bräuchten wir auch eine Rolling Machine. Also es ist völlig egal. Wir brauchen eine Rolling Machine und einen Carpenter. Ja, okay. So viel zum Thema wurde nicht genervt. Also die Mod an sich wurde nicht genervt. Aber halt die Vanilla-Sachen. Da.
Carpenter. Bronze. Okay, das ist okay. Das ist okay. Ja, ich glaube, es ist trotzdem okay. Ja. Wir brauchen nur ein Stone Gear brauchen wir. Okay, wir brauchen 4 Sticks und 4 Stone. 4 Kobbel. 4 Kobbel haben wir. 4 Sticks haben wir nicht. Wir haben 3. Ein Stick noch. Come on. Ein Stick noch. Na gut, dann müssen wir uns ein bisschen Holz machen. So, dann machen wir uns mal ein Wooden Gear, okay. Und ein Stone Gear. Uiuiui. Achievement Action. So, dann das da rein. Dann brauchen wir 2 Gold. Ist hier 2 Broken Gold Ore. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Wir brauchen 4 Broken Gold Ore. 1, 2, 3, 4. Okay. So, das ergibt nämlich genau 2 Gold und das reicht genau, um eine Form zu füllen. Und dann entsteht hier hinten auf jeden Fall schon mal ein goldenes Gear. Das ist gut. Wie sieht's aus mit der Rolling Machine? Rolling Machine. Rolling Machine braucht Pistons. Okay, kriegen wir hin. Die Gears kriegen wir jetzt auch hin. Wir machen gerade das Ding. Aber wir brauchen Electron Tubes. Und die brauchen einen Thermonic Fabricator. Thermionic Fabricator. Okay, das. Ich wollte gerade sagen, das geht auch. Okay, das geht. Das geht. Ja, das geht auch. Ja, okay, es geht. Wie war denn Bronze? Davon brauchen wir eine Menge. Das war Copper und Tin. Ah, 3 Teile Copper, 1 Teil Tin. Okay, das sollte nicht unser Problem werden. 1, 2. 1,5. Das sind also 3 Teile Copper. Und ein halber Tin. So, das müsste jetzt erstmal ordentlich Bronze ergeben. Hoffe ich. Einen halben Stack hier dann theoretisch, oder? Okay, den hier aus. Das hier rein. Und wir haben Gearcast. Sehr schön. Damit können wir ja nachher gleich Gears gießen. Aber was hat denn das für ein Material Cost zum Gear? Hä? No known materials, okay. Weiß man nicht. Gut. 5. 1, 2, 3, 4. Dein Ernst. Naja, was wir auch unbedingt brauchen. Das können wir auch gleich mal machen. Nein, das brauchen wir nicht. Sag mal. Wir brauchen Zäune. Ich möchte das ganze Gebiet hier nämlich einzäunen. Damit wir hier beim Rumlaufen nicht aus Versehen mal runterfallen. Das wäre sehr unschön. Da sind die Torches. So. So. Gut. Dann machen wir den Rest doch auch gleich noch zu Zäunen.
Es ist mega ineffizient aktuell, aber ja. Ah, es ist so ein Drama. Das reicht ganz gut, ne? Kann man hier durch und runterfallen? Nö. Ja, müssen wir nur noch hier den letzten hinmachen und dann haben wir es schon. Ach cool. F7? Okay, das ist nicht perfekt ausgeleuchtet. Ja, komm. Wir können ja auch hier 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann reißen wir hier noch kurz die Blätter runter. So. Einmal weg mit dem ganzen Schmodder hier. Boah, ich dachte mir, wir bauen jetzt schnell die Rails und easy peasy, aber. Warum ist das alles so schwer? Da. Zack, zack, zack. Einmal schlafen. Genau. Die Frage war jetzt noch, was machen wir hier mit dem ganzen Zeug? Wir könnten das alles in Compacting Drawer packen. Dann werden die theoretisch schon richtig gepackt. Oder? Ich glaube schon. Dann würden die... Dann bräuchten wir keine Filter oder irgendwas. Sondern dann würde das direkt... Ich glaube, das ist gut, ne? Weil wie teuer sind denn Compacting Draw? Compacting Drawer. Eine Menge Stein, bisschen Eisen, Pisten. Okay, die Pistons und das Holz ist wohl am nervigsten. Stein braten dürfte jetzt nicht das Problem sein. So. Wobei da wahrscheinlich nicht viel rumkommt, aber hier. So. Gut. Oh Mann, unser Essen. Wir werden so sterben. Wegen dem Essen. Wir sollten vielleicht Agri. Wir könnten. Wir kümmern uns erstmal um ein Feldchen. So. Na. So. So. Und so, dann haben wir jetzt 12 Crop Sticks. Das ist schon mal sehr schön. Dann brauchen wir eine Hoe. Gucken wir mal. Hoe. Können wir die, ja, wir können einfach eine stinknormale Hoe bauen. Das ist ja richtig nett vom Spiel. So. Zwei Eisen da, zwei. War das nicht so? Ach nee, das lässt, die lassen sich nicht craften. Ah, nur eine Dia oder eine Goldhoe. Und die sind nur for crafting. Oh, Ruby, Sapphire. Okay, eine Steelhoe geht. Das ist kein Problem. Steel haben wir irgendwo. Da. So nicht. Use for crafting only. Nein, die Steelhoe hat auch nur eine Durability. Ach komm. Hm.
Eine Silberhaue lässt sich wieder nicht craften. Eine Netherquarzhaue. Eine Netherquarz. Ja, und wie kommen wir an Netherquarz? Indem wir. Soul Sand sieven. Und an Soul Sand kommen wir. Oh, ich weiß, wie wir an Soul Sand kommen. Das wird jetzt tricky. Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Aber können wir vielleicht trotzdem das irgendwie ausnutzen? Moment mal. Nein, das ist weg. Wir das Firma weg. Firma verloren. So, dann ein Wasser hier in die Mitte. Ich würde aber ganz gern, oh Mann, das ist so gefährlich. Oh. Das da machen. So, kann ich jetzt die Hau... Ich kann sie tatsächlich sogar zweimal benutzen. Yeah. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so bescheuert. Wir können die halt immer nur use for crafting only. Ja, ja, aber wir können das. Wir können das Spiel verarschen. Dann brauchen wir Melon Seeds. Und schon haben wir Essen. Melonensamen da. Pam. Und was haben wir noch? Pumpkin Seeds, ne? Kommen auch rein. Pam. Ja. Ja, nice. Ha. Take this game. Aber trotzdem sollten wir das andere Zeug machen. Die Frage ist, wo produzieren wir jetzt am besten das Zeug? Hier hinten vielleicht. Dann müssen wir die Plattform noch hier hinten noch erwarten. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich irgendwas super Wertvolles dabei? Ja. Habe ich jetzt noch irgendwas super? Ja. So, jetzt. Jetzt habe ich nichts super Wertvolles mehr dabei. Nur für den Fall. Gut, die 17 Level, aber... Ja. So. So, ich baue mal hier kurz eine Plattform in Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, und da sind wir wieder. Ich habe mal diese kleine Plattform hier gebaut. Und hier habe ich mir vorgestellt, machen wir am besten hier gleich so. Ja, da reiße ich jetzt wieder alles weg, ich weiß. Aber hilft nichts. Da machen wir hier so die Soul Sand Produktion. Und zwar, ich würde einfach... Doppelproduktion machen. Ja. Ah ja. Bevor ich mir jetzt eine Spitzhacke baue, wir bauen uns jetzt gleich eine Tinkers Hacke. Wir brauchen dafür 2 Alumite nur. Und wir brauchen dafür Förmchen, die in die und die.
kann ich mit dem Ding den. Nee. Komme ich da irgendwie an den Controller dran? Noch ist es ja nicht geschmolzen. Null Komma fünf, eins, 0,5, ja, passt. So, ich habe jetzt noch mal ganz kurz einen Zeitraffer gemacht, weil das hier sonst zu lange dauern würde. Ich habe mal kurz alles fertig gemacht. Das heißt, zack, zack und zack. Und wir haben eine Alumite Pickaxe Reinforced Mining Speed. Die ist einfach so viel besser von Haus aus als unsere andere Spitzhacke. So. Wie kommt der Mossy Stone dahin? Ich habe absolut keine Ahnung, wie der Mossy Stone dahin kommt. Es wächst, yeah. Oh, ein Dirt. Ach, ein bisschen wenig, ne? Das ist ein bisschen wenig. Okay, ich sehe schon, ich muss offscreen noch ein bisschen Dirt machen. Aber ich kann euch schon mal grob den Plan zeigen. Und da kommt hier Dirt rein. So, einen Moment, wir haben noch Dirt, ne? Wir haben noch Dirt irgendwo. Genau, wir haben noch Dirt und wir brauchen etwas Spezielles. Und zwar. Wo ist es? Enzyme Spores. So. Es reicht sogar genau, um das erste fertig zu machen. So, Enzyme Spores. Jetzt wird das hier zum Mycelium. Oh Gott. Ich dachte gerade schon, ich fall runter. Das Mycelium verbreitet sich jetzt. Und in die Mitte kommt so ein Barrel. Und in das Barrel kommt Wasser. Und jetzt seht ihr, hier steht Transforming. Dadurch, dass das neben Mycelium steht, wird dieses Wasser da drin zu Witch Water. Und ich meine, wenn wir danach Sand reindrücken. Was? Sand? Das könnten wir theoretisch mal automatisieren, wenn wir es brauchen. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es auf 100% ist. Machen wir das mal schnell. Das geht ja relativ zügig. Jetzt haben wir sogar zwei Mycelium-Felder. Ich glaube, das geht schneller, je mehr da sind. Deshalb habe ich da so viel Platz gemacht. So, jetzt ist es Witch Water. Jetzt packen wir da Sand rein, machen es raus. Und wir haben Soul Sand. Und mit dem Soul Sand können wir damit irgendwas machen? Gibt es Compressed Soul Sand? Compressed. Dirt, Compressed gibt's kein Compressed Soul Sand? Soul, nicht Dole, Soul Sand. Nur es gibt kein Compressed Soul Sand. Okay, dann brauchen wir noch mal normale oder. Wie eine Spinne ist hier gespawnt. Willst du mich eigentlich verarschen? Hier oben oder wie? Nicht dein Ernst. Auf den Dingern hier können Viecher spawnen. Wir können es einfach hier so heimlich auswechseln und dann macht er uns hier Netherrack. Quarz und damit können wir uns eine ordentliche Hoe machen. Oh yeah. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, was ist soweit mit dieser Folge? Ich hoffe, sie hat euch mal wieder gefallen. In der nächsten Folge machen wir hier bei der Soul Sand Factory weiter.
Und ja, wir fangen endlich mal damit an, das Ding da hinten ordentlich zu automatisieren. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.